Gut, dann ab nach Sommerwald. Auch sehr schöne Plattform, die gefällt mir. Okay, dann müssen wir jetzt in... Ne, fehlt ja eigentlich nur ein Level, ne? Ich meine, da wird nur ein Level fehlen. Na? So, wo kommen wir raus? Hier vorne. Na gut. Dann schwimmen wir jetzt erstmal wieder hinten zu diesem rundlichen Gang. Räumlichkeit mit dem Baum da in der Mitte. Und diesen komischen Dingern da dran. Wo ist denn das? Da. Da oben auf der Wand ist was Glänzendes. Kannst du hochklettern und es dir holen? Ja. Also, das sieht auch ein bisschen komisch aus. Und da war, glaube ich, im Original, wenn er nicht höher kann, hat er nichts gemacht. Und hier klettert er dann einfach weiter, wie er will. Fehlen hier tatsächlich Edelsteine. Was ist das denn? Okay, Moment. Der zeigt dahin, da müsste das hier durch sein. Bestimmt irgendwo unter Wasser. Ich hoffe jetzt nur nicht, dass das bei Aquaria ist. Ach stimmt, ich habe davon noch gequatscht, dass hinter Kolossus zwei Edelsteine liegen. Da war ja was. So, da hätten wir ja alles, dann gehen wir jetzt nochmal da hinten hin. Und zum Sonnenstrand, oder wie heißt der? Ich glaube schon. Sonnenstrand, genau. Mir gefällt es auch, wie das angezeigt wird, dass uns da noch Kugeln fehlen. Dieses grüne Skelett irgendwie davon. Finde ich auch sehr schön. Schöner als das, ich glaube, weiß war das im Original. Ja, finde ich hier schöner. Ich glaube, das ist eine meiner Hassaufgaben, die wir jetzt machen müssen. Das haben wir ja schon gesehen. Na, dann los! Eine dicke Schildkröte. Wasser sieht übrigens auch sehr schön hier aus. Erstens unter Wasser und zweitens über Wasser. Sieht das Wasser schön aus. Komm, hopp, dankeschön. Dann kommen wir jetzt hier auch mal hoch. Hier ein paar Edelsteine holen. Da hinten ist auch noch einer. So, war da hinten. Da war nichts, glaube ich. Und wenn, dann haben wir das schon. Und zurück müssen wir ja nicht mehr. Ich kann ja einfach... Aua. Ich kann ja einfach so hier hin. So. Hallo, junger Drache. Oben auf dieser Leiter steht ein Koch, der aus unseren Babyschildkröten Suppe machen will. Kannst du hochklettern und ihn aufhalten? Ja, natürlich kann ich das. Also ich versuch's. Wie sieht denn bitte der Koch aus? Der steht auf der falschen Seite. Warum steht der rechts? Der stand sonst immer links. Ah, dicke Augenbraue, du. Na gut. Aus deinen Schildkrötenfreunden mache ich eine leckere Suppe, wenn ich sie fangen kann. Versuch ruhig, sie zu retten, aber ich habe schrecklichen Hunger. Halte die Schildkröten vom Kessel fern. 2 von 5 Sternen. Ich glaube, hier gab es... Ja, hier, ich meine, hier gab es 2. Warum ist die Kamera nicht weit weg? Ich habe heute nur an dem Spiel was auszusetzen, ne?
Mal verzieh dich. Warum sind die so schnell? Du hast ein paar Schildkröten gerettet. Also aber es gibt noch reichlich mehr davon. Hier, nimm diese Kugel und hau ab. Das war's? Ging das nicht viel länger? Dann bin ich mal auf den hier gespannt. Ist im Wasser gelandet. Die auch, sehr schön. Die von hier sind eigentlich am angenehmsten, weil die muss man einfach nur geradeaus schießen. Da kommt sie. Hier rein. Ja, sehr schön. Die rein? Nee, geht's nicht. Mist. Du hast alle Schildkröten am Strand gerettet. Hier, nimm das. Ich wollte damit Kartoffeln kaufen, aber jetzt brauche ich es nicht mehr. Auch leider hier wieder viel, viel einfacher als im Original. Naja, gerettet! Nehmen wir jetzt die letzten Edelsteinchen. So, haben wir auch alle. Gut, dann fehlt nur noch die große Schildkröte noch oben zu scheuchen. Damit wir nach Hause können. Und dann sollten wir hier alles... Hey, du sollst da hochgehen. Und dann sollten wir eigentlich alles haben. Das Tor sah übrigens auch sehr schön aus. So bläulich. So, der Sommerwald sollte jetzt zu 100% abgeschlossen sein. Wir haben leider immer noch eine ungerade Zahl an Edelsteinen, aber das wird sich gleich in Herbstfeld, denke ich, dann mal ändern. Ich glaube, da gibt es nichts, was wir nicht holen können. Oh, ich bin auf die Kulex gespannt. Okay. Dann würde ich sagen, gehen wir ab nach Herbstfeld, genau. Achso, wir wollten vielleicht erstmal nochmal... Genau. Hier sehen wir alles 100%. Und dann können wir jetzt... Herbstliche Heimat. Es heißt gar nicht mehr Herbstfeld. Warum benennen die das um? Oh, ich bin gegen den Tisch gekommen. Entschuldigung. Ich muss meinen Kopfhörer mal richten, weil meine Ohren wieder wehtun. Ich verstehe auch nicht, die tun halt nur manche Sachen irgendwie ändern. So. Jetzt können wir hier endlich weitermachen. Gut, dann gehen wir erstmal hier oben hin und holen hier erstmal alles. Fällt mir hier sehr gut. Sieht auch sehr herbstlich aus. Huch. So, bin mal auch gespannt, wie diese zerstörbare Wand, wie die aussieht.
Na. Ganz schön versteckt hier hinten, ey. Aber wir finden natürlich alles. Und wenn nicht, hilft uns Sparks. Was ist das? Kristallgletscher, aber der hieß, glaube ich, so. Ich denke mal, wir können C4 können wir auch schon freikaufen, so nenne ich es mal. Ich glaube nicht, dass das Level 2000 Edelsteine kostet oder so. Na? Ich sag mal 500 oder so. Erzähl mal. Der Legende nach gibt es hier ein Portal nach C4. Und der Legende nach weiß ich zufällig, wie man es aktiviert. Wenn ich mich recht entsinne, aktiviere ich es der Legende nach für eine kleine Gebühr. Natürlich. 400 Edelsteine, ja gut, hier, komm, nimm. Danke für die Edelsteine, Spyro. Mit dem Profit eröffne ich einen Echsenburgerladen in der Skelos-Einöde. C4. Sehr schön. Was mit dir? Gut gemacht, Spyro. Die Energie deiner Kugeln hat den Wirbelwind aktiviert. Yay. Bestimmt auch noch ein paar Edelsteine da oben. Natürlich. Metrostrecke. Das hieß alles mal Ring. Die haben es einfach in... Gut gemacht, Spyro. Ich will nicht mit dir reden. Da ist noch ein Edelstein. So. Dann ab nach oben und gucken wir da mal weiter. Es sieht halt irgendwie so komisch aus, ne? Das Klettern. Tut mir leid. Aber das sieht schön aus. Das gefällt mir. So. Wüstenpalast. Hieß mal Schattigor. Ne, Quatsch. Blut hieß das mal. Schattigoase ist hinten in dem kleinen Schlösschen. Blut, Wüstenpalast. Einfach mal wieder umbenannt. Zerbrochene Hügel. Bruchhügel. So hieß das. Also mit den Namen komme ich nicht klar hier, tut mir leid. Oh Spyro, hallo. Ich habe Probleme mit dieser Tür, aber mit etwas Kugelenergie sollte sie sich öffnen. Ah, wie ich sehe, hast du eine Menge Kugeln gesammelt. Natürlich. Was soll ich denn sonst machen? Dankeschön. So, was erwartet uns hier? Magma-Kegel. Ich glaube, der hieß auch so. Das ist gut. Das müsste die schattige Oase sein. Für ein paar Edelsteine gewähre ich dir Zutritt zur kleinen Burg da drüben. Was sagst du? 400, natürlich. Das Portal hat seit Jahren keiner mehr betreten. Ich dachte schon, ich finde nie einen Trottel, einen so cleveren Kunden wie dich, Spyro. Das ist ein schöner Weg dahin. Der gefällt mir. Schattige Oase. Dankeschön. Ich bin ja sehr froh, wenn die Namen einfach beibehalten haben. So. Dann steht er schon wieder hier unten. Der nimmt uns hier richtig Asche ab. Gehen wir erstmal dahin, ne? Die ist so hell. Ich würde dich gerne kostenlos auf diese Rennstrecke lassen, Spyro. Sehr gerne sogar. Leider verlangen die Regeln der Rennstrecke die Erhebung einer kleinen Gebühr. 100, ja gut. Das ist ein Schnäppchen. Eine weise Entscheidung.
Ein schneller Drache wie du hat das Geld sicher im Nu wieder drin. Eisstrecke. Das ist nicht richtig. Aber ich fand das lustig, wie er gerade reagiert hat, als ich den da mit dem Feuer angegriffen habe. So, das sind meine Edelsteine. Kann ich auch anrempeln? Das ist ja lustig. Das gefällt mir. Okay, dann gehen wir erstmal hier runter und dann machen wir gleich die Wand da kaputt. Könnte man eigentlich schon gegen Schluck kämpfen? Spyro, Ripto und Galb verstecken sich in einer verschlossenen Kammer in der Burg unter uns. Du brauchst alle 14 Talismane, um das Schloss zu knacken und zu ihnen zu gelangen. Ja, ist okay, ist okay. Gut, dann erstmal hier hoch. Ich weiß gar nicht, was wir für ein Level zuerst machen sollen. Ich wäre für Windhafen, ne? Probleme mit dem Wagen, was? Ich glaube, Windhafen klingt ganz gut. Brauchen wir auch, glaube ich, keine anderen Fähigkeiten für. Nur die, die wir jetzt haben. Ist der Wind da? Ich weiß nicht, sonst war hier immer so ein... So, wo ist die? Da. Sind das Kleine da dran? Na gut. Hier oben haben wir alles? Ja. Dann würde ich sagen, ab da hinten hin zur kleinen Insel, ne? Was ist das für eine kleine Plattform da unten? Was ist da? Nichts ist da. Weite Ferne. Wunderschön. Ich gehe da mal nicht drauf. Eigentlich. Nee, wir machen das anders. Ich fliege da gleich hin. Hier haben sie die Wände auf der Burg geändert. An sich eigentlich ein ganz cooles. Ein cooles. Kennt ihr das Wort? Cool. Eine ganz coole Idee. Erstens, man fällt nicht so schnell runter und zweitens sieht es einfach besser aus. Vorher waren diese Ränder da nicht da. So. Uns fehlen natürlich ein Edelstein. Aber ich möchte jetzt gerne erstmal da auf diese kleine Plattform fliegen. Gucken, was das da mit sich auf sich hat irgendwie. Das macht keinen Sinn, dass sie da ist. Ja, zurück kommen wir jetzt auch nicht mehr, oder? Nein. Ich weiß nicht, warum die da ist. Gut, dann Sparks, bitte sag uns mal, wo der letzte Edelstein ist. Ja, kann natürlich hier sein. Ist hier einer? Ist hinter der Tür einer? Nee. Gut, dann ist das draußen irgendwo. Ich wollte dann sowieso mit dem Windhafen anfangen. Dann ist das ja okay, weil wir müssen eh dann da vorne runter. Irgendwo da vorne. Bestimmt total offensichtlich. Irgendwo im Gras. Oder in so einer Kuhle drin. Natürlich. Wo auch sonst. Gut. Dann haben wir hier alles. Wir können ja eigentlich mal... Fähigkeitenpunkte. Haben wir alles. Genau. Skill aus Einöde. Wüstenpalast, der Bruno Hügel.
Sieht doch gut aus, was wir bisher hier haben. Ab in den Windhafen. Huhu! Die Augen sehen mega creepy von den Viechern aus. Ach, der ist sich gerade am Waschen, oder? Ich glaube, die sind am Waschen. Süß. Noch einer. Hab ich eben gar nicht gesehen, dass er da steht. Gut, dann ab darüber und direkt erstmal schön Leben verlieren. Entschuldige das Chaos, Pyro. Wir werden gerade von einer Landrattenplage heimgesucht. Erst haben sie die Flammen unserer Kessel gelöscht und jetzt auch noch unser Schiff lahmgelegt. Wenn du die Feuer unter den Kesseln wieder entfachst, kommst du sicher zum Schiff. Der Dampf aus den Kesseln aktiviert unsere höchst fortschrittlichen Maschinen. So. Na gut, dann werden wir mal Feuer unter den Kesseln aktivieren. Ich muss mal gerade ein bisschen Lautstärke bei mir erhöhen. Wegen der Musik. Ich habe die nämlich kaum gehört. Nee, sieht auch ganz cool aus. Okay. Oh. Das war ein bisschen hoch. Sehr schön. Ach, Moment. Da war doch noch einer, ne? Erstens das Ding da oben und zweitens dahinter war noch einer. Ja, wunderbar. Wunderbärchen. So. Wie siehst du? Ich dachte gerade, er hat eine Sonnenbrille auf. Auch süß mit diesem Wassertank hinten. Dankeschön. Ich mach das dann eigentlich, das ist das letzte Mal, als ich das Spyro 1 gespielt hatte. Hatte ich eigentlich vor, in der Zeit, wo ich die Trophäen geholt habe, wollte ich eigentlich den Original-Soundtrack anmachen. Aber das habe ich irgendwie verpeilt. Das werde ich dann dieses Mal nachholen. Hoffentlich. Wenn ich das nicht auch schon wieder verpeile. Aber ich denke mal, das sollte ich hinkriegen. Hier ist Lava. Ach, das ist von der Bahn da oben. Genau. Die Gegner gefallen mir hier sehr gut. Vor allem, dass sie sich hier gerade irgendwie am Waschen sind, diese komischen... Ich weiß nicht, was es ist. Ach, guck mal, hallo. Die Landratten haben überall im Hafen diese Stachelminen verteilt. Wenn du sie beseitigst, kriegst du diese Kugel, die ich gestern in einer Buschel gefunden habe. Schieße die schwebenden Minen ab. Krieg ich hin. Gottes. Machen wir aber erstmal da hinten das Ding kaputt. Das ist viel zu weit. So.
Noch einer? Nee, dann ist dann hier hinten wahrscheinlich. Warte, waren nur zwei Stück? Na gut. Dann gab es hier gab dann noch so eine Stelle, oder nicht? Wie hier? Nee. Wo war die denn? Oder war die irgendwo anders? Keine Ahnung. So, wie haben sie sich das hier jetzt vorgestellt? Oh, das geht einfach so. Na gut. Ah, da habe ich. Ich hab's gefunden, wo die anderen Dinger da waren, die aus dem Boden kommen. Aus der Lava. Okay. Dann müssten hier die letzten zwei sein, ne? Danke, Spyro. Hier ist die versprochene Kugel. Tut mir leid, falls sie noch klebrig ist. Was hat er damit gemacht? Ich finde das auch süß, wie Spyro sich freut, wenn er eine Kugel kriegt. Wenn er eine Kugel kriegt. Tschüss. Sieht so aus, als ob man hier nicht sterben könnte, wenn man da runterfällt, ne? Aber ich will es nicht ausprobieren. Aber ich finde, so im Vergleich zum Original sieht das hier so sehr... wüstenmäßig irgendwie aus. Ich fand, das Original war viel industrieller irgendwie. Ich meine, da wäre auch mehr Metall gewesen, was da verbaut war. Glaube ich. Kann natürlich auch sein, dass ich mich irre, aber mir kommt das hier so sehr wüstenmäßig irgendwie vor. Warum ist er gestorben? Ah, das haben sie geändert. Okay. Weil das war nämlich im Original war das immer so ein bisschen schwierig, wenn man da drauf gesprungen ist. Das kann sein, dass das einen einfach in den Tod katapultiert hat. So, machen wir euch hier erstmal platt. Wir machen erstmal das Level fertig. Das macht mir ein bisschen Angst. Es war nur einer, der hier rumrennt, ne? Der ist ganz schön fix unterwegs hier. Ich krieg dich! Sehr schön. So. Jetzt holen wir hier uns noch die restlichen Edelsteine auf dem Boot. Ah, da können wir jetzt auch schon das gleich benutzen. Erstmal Feuer anmachen. Dann holen wir uns noch die Edelsteine, die da am Anfang liegen. Und dann... dann, ja, kommen wir zu super tollen Aufgaben. Danke, dass du unser Schiff flott gemacht hast, Spyro. Jetzt können wir unseren Gegenangriff auf C4 fortsetzen. Nimm diesen Talisman als Dankeschön. Was ist das? Ah, ein Anker. Anker finde ich toll. Und es baut sich wieder so toll auf. Gut, dann können wir jetzt hier runter und uns die restlichen Edelsteine holen, die da liegen. 3, 4 Stück. So, und jetzt geht es ab zu unserer Wagenmission. Eieiei. Ich hoffe, der sagt das noch so bescheuert, ne? Probleme mit dem Wagen, was?